Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Live in the Woods. Wir sehen schon vor uns, der Tunnel steht an. Und wenn ich mir den von hier so angucke, ist der mir viel zu beengt. Das bedeutet, wohl oder übel, wir hauen nochmal alles raus. Es tut mir leid, ich hätte es mir vielleicht im Vorhinein ein bisschen besser überlegen sollen oder so, keine Ahnung. Aber ich finde den so eindeutig zu beengt, wenn wir da nur zwei Felder haben. Deswegen möchte ich vier Felder haben und deswegen haben wir jetzt hier nochmal so ein bisschen Arbeit. So, das weg, das weg, das kommt alles weg, das weg, das weg. Das war jetzt noch der Loot von den Monstern, die wir am Ende der letzten Folge gekillt haben. Zack. Zack. Und hier müssen wir. Ups, egal. Und hier müssen wir jetzt nochmal kurz so Hand anlegen. Hilft nichts. So, das würde ich auch gerne gleich schon mal alles mitnehmen hier. Zack, 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 zack. Aber sehen wir es positiv. Es reicht tatsächlich in Dreierhöhe jetzt rauszuhauen. Wo ist der Hammer? Da ist er ja. Weil hier dann wirklich Decke rein soll, die kommt auch definitiv hin und dann reicht es, wenn wir das hier in Dreierhöhe einfach nochmal kurz entfernen. Hier, die Dinger sind ein bisschen anstrengend, aber das ist jetzt auch nicht weiter tragisch. Das war jetzt hier eh schon wieder falsch. Egal. So, zack. 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 Hier das raus. Und dann. Achso, ne, hier geht es eigentlich dann schon hier weiter. So, zack. Okay, hier kommen jetzt wie gesagt die Mauer dran an beiden Seiten. Wir können auch mal kurz was essen. Achso. Nee, warte mal, hier ist ja. Hier ist der, das muss weg. Das muss weg. Nee, das muss nicht weg. Warte mal. Egal. Die Höhe der Decke machen wir wirklich dann, wenn wir die Decke einbauen, weil ich glaube, dann können wir es wirklich am besten einschätzen, wie sie sein muss, die Decke. Okay, ich würde hier gerne so ein bisschen versetzt anfangen. Das finde ich schon ganz cool. Das heißt, ich würde meinetwegen symmetrisch anfangen hier und hier. Das kann auch ruhig so ein bisschen in die Erde reingehen. Das ist mir total egal. So, also bis hier haben wir jetzt mal. Zack, zack. Dann würde ich meinetwegen nach 2 hochgehen. Irgendwie so. Und da dann auch schon so unsere maximale Bauhöhe erreichen. So. Zack. Genau. Dann fängt es hier so nach und nach an, der Tunnel. Finde ich, glaube ich, ganz cool soweit. So, bis hierher 3. Und dann gehen wir ja ein hoch. Da gucken wir mal, wie wir da jetzt entsprechend reagieren müssen. Eigentlich wäre ja jetzt hier so Decke, ne? Das ist mir aber schon zu niedrig. Das heißt, das Prinzip, was wir hatten, finde ich, dass es 2 davor anfängt. Ganz cool. Aber da muss deshalb wirklich schon Decke sein. Das heißt, im Klartext, dass das weg muss.
wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Das heißt, hier fängt wirklich Decke an. So, dann brauchen wir hier Mauer. Und dann brauchen wir... Jetzt leckt es gerade irgendwie ein wenig dezent. Zack. Und dann brauchen wir hier Mauer. Kann man deswegen dann auch erst da so anfangen. Ist voll legitim, stört mich überhaupt nicht. Ich ziehe mal hier die Mauer noch zu Ende. So, zack, zack, zack. Und hier auch. Dann können wir noch die Decke einziehen. Wobei ich bei der Decke... Ne, die Decke machen wir auch aus dem Stein. Das passt schon. Dann haben wir hier wirklich einen schön gleichmäßig ausgelegten Tunnel. Wunderbar. Aber das ging zu weit. Das geht nur bis hier. Dafür muss hier die Mauer noch rein. Okay, alles klar. Zack, zack. So. Und ähnlich wird es dann auch hier aussehen. Ja. Also genau, im Prinzip das, was wir hier jetzt immer schon haben, ist quasi unsere Decke. Alles klar. Irgendein Bogen? Bogen, ja. Boden. Meinte ich natürlich. Müssen wir uns noch überlegen. Aber da fällt uns, denke ich, schon noch irgendwas Gutes ein. So, hier geht's hoch, dann ist es da schon egal. Da müssen wir noch bis dahin. Warte mal. 1, 2, 3, 4. Ne, der wäre egal gewesen. Das hier muss nur weg. So. Genau, und hier auch. Bis da, und das muss auch weg. So, zack, 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 zack. Ne, warte mal, was? Hä? 2, 3, 4, das muss auch weg. Ich glaube, ich bin gerade echt zu doof dafür. Das ist ja jetzt wieder komplett Decke hier. So. Das ist wieder komplett Decke. Ich glaube, ich ziehe jetzt erstmal die Decke ein, weil wenn ich dann die Decke habe, dann weiß ich auch, wie die Wand hin muss. Irgendwie komme ich hier gerade sonst aus dem Ruder. So, zack. Dann haben wir hier wieder Decke. Mal rüber. So. Genau. Zack, zack. Also warte halt, wo geht's hier hoch? 1, 2, 3, 4, genau. So geht's da jetzt hoch. Das bedeutet, also 3, 4, hier kommt so ein, also, hier kommt so einer hin, hier kommt so einer hin, genau. Und dann kommt das hier noch komplett weg, weil hier die Mauer jetzt so hoch geht. Genau. Zack, zack. Ein Koppel hier. 1, 2, 3, 4. Der ist überflüssig. Der kommt weg. Genau, jetzt bin ich, glaube ich, langsam drin.
Das kann alles weg. Das kann ich eigentlich mal ausmachen. Das stört gerade mehr als alles andere, mich zumindest. Gut, und der muss noch weg. Der hier ist es. So. Genau. Es wird doch so langsam, aber sicher, das ist noch falsch. Kommt das Zeug hin. Hier würde ich dann langsam umsteigen, dann tatsächlich auf die Erde in der Decke. Das stört mich dann nicht mehr so sehr. Das finde ich dann gut, wenn wir da wieder so einen kleinen Übergang haben. Das heißt, die Decke hier wird die letzte sein, die ich reinziehe. Höchstwahrscheinlich. So, das wieder weg. Hier wieder komplett rein. Zack, zack. Genau, hier gehe ich dann lieber. Oder vielleicht, ne, hier können wir noch. Pass auf. Hier gehen wir auf alle Fälle noch so. Jetzt haben wir schon wieder nichts mehr hier, Mensch. Mann, 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 Mann. Zum Glück kriegen wir eigentlich gerade immer genug Sachen. Den hier und. So, dann würde ich das irgendwie so machen. Meinetwegen. Oder auch so, genau. Und ab hier übernimmt dann der. Das ist dann volle Kanne legitim. Das kommt weg. Da kommt nämlich dann die Mauer rein. Die wir hier. Ach komm. So, wir wohnen hier ja noch recht frisch. Das ist noch nicht verfallen oder sonst was. Das darf ruhig so. Okay, und hier müssen wir jetzt mal gucken, da würde ich dann auch wieder so ein bisschen auslaufen. Hier passt dann auch, wenn wir hier die Erde haben. Dann würde ich hier nämlich wieder so ein bisschen runtergehen. Irgendwie so. Passt dann, denke ich, ganz gut. Hier oben brauchen wir definitiv ein klein wenig Erde jetzt. Da guckt nämlich der Block raus. Dann verlängern wir das Ganze hier einfach so. Zack. Wunderbar. Okay, dann ist der Teil vom Tunnel sogar tatsächlich fertig. Und wir brauchen eigentlich nur noch hier den Boden. Du kommst hier mal weg. Hier kommt definitiv Erde hin. Und ab hier irgendwo wird sich der Weg dann auch ein bisschen verkleinern. Ich weiß noch nicht so ganz, wie gesagt. Im Tunnel würde ich wahrscheinlich diesen anderen geschüsselten Cobblestone nehmen als Boden. Den fand ich eigentlich recht hübsch. Das heißt, da hätte ich gerne. Wo ist er denn hier? Den hier. Den kann man mal noch kurz umwandeln und auch schüsseln. So, zack. Der muss dann natürlich hier anfangen. So, ich gucke mir das jetzt nochmal kurz an. Ja, doch, den finde ich ganz cool, den Boden. Finde ich als Boden im Tunnel voll okay. Ja gut, da müssen wir dann eh gucken. Ich lege jetzt erstmal kurz den Teil aus.
bis es dann hochgeht. Und hier müssen wir dann eh gucken, irgendwie mit Treppen oder sowas, glaube ich, hätte ich da ganz gern. Ich weiß nicht, ob wir hier raus Treppen machen können. Ich fürchte fast nein, und wir können auch mal kurz ein paar Fackeln verteilen. Dass zumindest hier drin nicht spawnen, wenn wir hier unterwegs sind beim Bauen. Gut. Die Spinne kann sich, glaube ich, noch nicht so ganz entscheiden, ob sie zu uns will oder nicht. Dann tauschen wir den Teil mal noch kurz aus. Und ziehen hier den Boden fertig rein. So, zack. Hier geht es jetzt quasi hoch. Und da gehen uns schon wieder die Cobblestones aus. Einen Moment, wir haben ja wieder ein paar bekommen. Der Schüssel noch mal kurz. Zack, zack. Und die auch. Wunderbar. So, zack, 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 zack. Da gehört keiner hin, den müssen wir gleich wieder wegnehmen. Das noch weg und das erstmal weg. Ich mach jetzt erstmal kurz. Kann ich von hier? Nein. So, jetzt aber. Okay, kann ich, wenn ich mir mal ganz kurz den hier herstelle? Kann ich nicht, das ist sehr schade. Aber erstmal nicht weiter tragisch, denn hier kurz mit Erde auffüllen, bevor von oben und so. Denn dann machen wir Folgendes, und zwar will ich erstmal kurz so ein paar Sachen loswerden, zum Beispiel das, 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 das. Den ganzen, das nicht unbedingt, das, das. So, dann holen wir uns. Was holen wir uns denn jetzt? Ich hole mal Carpenter-Treppen. Aber ich glaube, es werden eher. Ich glaube, es werden eher die Blöcke. Und nochmal kurz ein bisschen Cobblestone. Den wir uns schüsseln können. Genau. Perfekt. Weiter geht's. Wobei. Ich würde sagen, wenn ich hier gerade auf die Uhr gucke, wir sind auch schon wieder durch für heute. Den Rest vom Tunnel machen wir dann in der nächsten Folge. Ich hoffe natürlich wie immer, dass es euch gefallen hat. Vielen Dank fürs Zuschauen und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, haltet die Ohren steif.